Oh, moin moin, schön, dass ihr dabei seid. Level 22, nordfriesischer Marsch. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir auf 35 noch Ballen haben könnten, oder? Oder was, 36? Einer von den beiden. 36, glaube ich, war es gewesen. Ich glaube, da sind noch welche, ne? Die wir dann aber direkt nebenan beim Gärtner verkaufen. Wir schicken mal erstmal dahin einfach und wir gucken gleich mal wieder. So. Hier geparkt, ohne zu tanken. Auf jeden Fall denke ich, dass wir den neuen Wood, also den, ne, diesen Wood Autoload jetzt auch heute mal hier auf jeden Fall im Einsatz sehen werden. Mal schauen, ob es hier auch so gut funktioniert wie auf der Wild West. Wie gesagt, das hier ist das nicht ganz so overpowered, dass es irgendwie 180.000 oder so für eine Ladung Holz gibt. Es gibt hier so bei 60.000 oder so für eine Ladung Holz. Aber ich glaube, selbst das ist immer noch, das ist fair für die Arbeit, die man sich macht. Und klar, man könnte damit auch sehr, sehr viel Geld verdienen, wenn man jetzt Wälder aufforstet, also viele Bäume platziert und dann viele Bäume einfach relativ zügig da wieder mit dem, ne, zack, zack, weg, weg und Geld drauf. Aber klar, man kann auch einfach sich so Geld cheaten, das muss ja jeder selber wissen, ne. Das mache ich nicht, ein bisschen Erleichterung kann ich aber schon gut brauchen, damit wir demnächst in der Fish Production ein bisschen intensiver tätig werden können da, ne. Aber so. Ja, brauchen wir es erstmal nicht. Willkommen in Ihrem Class. Der ist noch fertig geworden beim letzten Mal. Guten Abend, Mann. Müsste es ja sein, oder? Ja, macht Sinn. Ja, Marmeladenfabrik. Man kann leider eh nicht alles gleichzeitig. Das ist schon mal klar. Hier gibt es gar nicht mehr Gärreste. Dann kann da auch erstmal Feierabend machen. Oh, da hat er noch gar nicht mal so viel geschafft. Meinte, dass er noch den letzten Wegpunkt noch kennt. Sieht nicht so aus. Zwecks Wald würde ich als Sonderschicht mal machen, lieber Ernte. Da ist ja nichts mehr zum Ernten. Und Sonderschicht, du hattest ja gerade eben gehört, ne, dass ich das eigentlich wollte am Ostermontag. Wieso komme ich immer auf Ostermontag? Pfingstmontag und Ostermontag sind für mich irgendwie. Der Montag hängt bei mir irgendwie immer mit Ostern zusammen, aber es ist ja Pfingstmontag. Eigentlich wollte ich da ja die Sonderschicht einlegen, aber ging ja technisch nicht. Alleine wollte ich dann auch nicht, ne? Wenn man schon sagt und sagt, hier komm, Sohnemann, lass uns gleich mal zusammen spielen. Heute klappt es mal wieder, wir haben Zeit. Lass mal zusammen LS starten, alles vorbereitet, schon den Stream-Titel schon eingegeben hat, Mods ausgetauscht hat, abgeglichen hat und er eigentlich nur noch joinen will und das Join dann nicht funktioniert. Gut, jetzt war auch erstmal wieder genervt, ne? Maximal genervt, um genau zu sein. Karin, danke dir für den Prime. Im 23. auch schon am Start. Vielen lieben Dank. Oh, moin. Also wenn, dann können wir höchstens Produkte verkaufen, aber also Forst brauchen wir. Aktuell ist sonst nichts mehr zum Ernten. Hätte ja noch wieder die anderen Feldarbeiten, ne? Und man muss dann überlegen. Da sind wir nämlich dann wieder nachher bei der Überlegung. Was kommt eigentlich in Zukunft auf welches Feld? Wo könnte ich nochmal zwischendurch jetzt einen auf Luzerne, Klee oder normales Gras machen? Wobei normales Gras, da würde ich die Grasfelder kaufen, ne? Aber die anderen beiden verdächtigen, ja.
Rindenmulch. Was mit Rindenmulch? Also viel haben wir davon noch nicht, weil wir spielen ja den ganzen Tag und auch nicht auf 21.000, aber auch Baumarkt. Dann nehmen wir das doch mit. Dann Forst. Ja, die Frage war, welchen Forst? Also, ne, Forst stand ja eigentlich schon relativ, ja, ne, muss gemacht werden eigentlich. Was war das? Upload. Steuerung Alt Y. Alt. Ich drücke immer Shift. Ich weiß nicht, warum ich immer Shift drücke. Mich dann wundere, dass es nicht geht. Ich glaube sogar, wenn wir so eine USB und Spanplatte. Achso, gucken wir nochmal kurz, ob das auch Best Price da ist. USB-Baustelle, Baustelle. Ne, das ist beides Baustelle, das geht nicht. Und dann können wir noch das andere Sägewerk 2 nochmal ansteuern von hier. Ich will noch die Bäume mal wieder wegnehmen, ne? Das würde sich ja, glaube ich, mit dem Holz hier auch lohnen. Braucht hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die behalten möchte oder ob ich dann eher ein paar Dekobäume dahin pflanze. Weiß ich noch nicht. Die Reihe ist ja schon immer recht massiv hier, ne? So, Sägewerk 2. Achso, aber ich habe auch Säge 2 Paletten, oder? Ja, Palettenladen, genau. Dann schicken wir den genau dahin. Dann wechseln wir mal zu Feld 75. Holen unsere ersten Brombeeren. Weiß ich nicht, ich hatte schon mitbekommen, dass der LSW. Wer sagt denn das? Wo steht denn das? Jetzt nicht wegen dem Kommentar, ne? So wie gestern schon jemand das bei mir in den Kommentaren geschrieben hatte, von wegen, weil der LS25 vielleicht drauf kommt. Dann wären das Insider-Informationen, die durchgesickert sind. Oder gibt es eine offizielle Giants-Mitteilung? Weil das dann schon wieder traurig wäre, wenn sie ihre Content-Creator nicht informieren darüber, ne? Aber gut, im Zweifel ist das so. Ja, wie gesagt, irgendwas müssen sie ja machen. Irgendwas müssen sie machen. Aber müssen sie nicht, aber ne, wird ja Sinn machen. So, hier sind die guten Brombeeren. Aus dem Obst Production Pack. Jetzt immer nur noch Production Packs. Ja, Steuerung Alt Y. Schöne Deko. Hm, naja, toll. Das kann nur sein, dass du einen anderen Mod hast, der auch irgendwas mit Holzstämmen macht, ja. Also es gibt teilweise diese Container, ne? Das ist dann aber irgendwie ein Mod, der da irgendwie komisch wieder Sachen von mir überschreibt. Also wie gesagt, es gibt andere Produktionsmods, die sich dann später registrieren und dementsprechend vorhandene Einstellungen überschreiben. Heute kam ein Recap-Video zu LS22. Das kam auch eine Woche bevor der LS22 angekündigt wurde. Okay. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also Black Forest sagt, nächste Woche wird LS25 angekündigt. Da bin ich mal gespannt. Wenn nicht, ist Black Forest schon. Ja, das ist ja gleich Gerüchteküche, ne? Ein Monat plus minus ist ja schon Farm kommen, ne? Ich werde mir so lange hin. So. Denn. Ja, dieser 1600 Karottensack. Wenn ich lohnt eben nicht so wirklich, dann habe ich das gleich wieder oben drin. Wir brauchen halt einfach noch Netzrolle, ne? Netzrolle für die Gemüsefabrik, damit das da auch wieder läuft.
Ich hatte es erstmal als Booster beim Fischer hinterlegt, damit wir da ein bisschen mehr Fisch produzieren. Düsseldorf führt. Okay. Das Hinspiel in Düsseldorf. Ja, das haben wir ja, das haben ja schon mehrere vermutet. Das hat ja fast schon jeder vermutet. Das, irgendwas muss es ja auf der LS25 theoretisch 3 Jahre wurde mal gesagt, vor, ne, bevor LS22 kam. Vorher waren wir ja im 2-Jahres-Rhythmus, dann kam LS22 im 3-Jahres. Dann kann ich immer ein Jahr draufpacken. Die Vermutung war ja schon da, dass irgendwie ein Highlight kommen muss, in der Farm kommen. Aber mal schauen. So, Brombeeren. Haben wir vorne Platz gefunden. Da war ja noch ein Platz. Jetzt dachte ich ja mal irgendwann, dass hier Kühlschränke hinkommen oder so, aber jetzt haben wir hier erstmal die Brombeerkisten stehen. Muss ich mal aktivieren, ne? Mirabellen? Ich auch nicht. Apfel hatten wir keinen mehr. Brombeeren. Wir haben ja wieder, ne? Wir hätten ja noch wieder Apfel. Dann sollen wir noch welchen holen. Moin Moin, Edgar. Morgen Abend eigentlich Sunken Land? Oder morgen nicht? Da gab es laut Ansgar Tonaufnahmen zu sehr vielen verschiedenen. Was? Laut Ansgar Tonaufnahmen zu sehr vielen verschiedenen Maschinen verkürzen. Okay. Ja, bin ich gespannt. Aber ich bin auch nicht gehypt. Also, ne, es sei denn, es passieren bahnbrechende Geschichten. Ansonsten wissen wir, dass jeder neue LS immer erstmal wieder ein bisschen schöner ist. Ein bisschen besser, aber auch in vielen Sachen wieder erstmal ein Rückschritt ist. Aber haben wir mal da Dinge, die da kommen. So oder so, theoretisch egal. Also nicht ganz egal, was Modding und so angeht, ne? Weil dann ist es wahrscheinlich noch nicht, ne? Dann weiß man es ja bald und dann ist wahrscheinlich Final Version, weil dann lohnt es nicht mehr, irgendwas noch anzufangen. Mir ist es tatsächlich, ne? Wir nehmen das so, wie es kommt. Es kommt, freuen wir uns. Auch wieder auf Kleinigkeiten. Wahrscheinlich wieder ein neues Menü, an das wir uns gewöhnen müssen. Hier wieder was Neues, da eine andere Ecke, hier ein bisschen rund. Aber so ist es nun mal. Wichtig ist ja immer, dass ein Stück weit das System beibehalten wird. Wertpaletten, Honig, Apfel, damit das Spiel weiterhin genauso gut modbar bleibt, wie bisher auch. Und das ist für die Planung ja auch für diverse Modding-Projekte wahrscheinlich auch echt mal interessant zu wissen. Also jetzt nicht nur, was jetzt mich angeht, gibt es ja viele andere große Modding-Teams, die da irgendwie, ne, auch viel Zeit in Modding investieren. Irgendwelche Verbesserungen, Verschönerungen, Realismus und so weiter und so fort. Die wollen ja wahrscheinlich auch gerne wissen, was Sache ist. Ob die sich noch ein Jahr Zeit lassen können oder das noch besser oder ab, ne? Aber eins ist klar, wenn der neue LS rauskommt, wird für den alten LS fast nicht mehr gemoddet. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht. Das wird man dann natürlich mitkriegen schon, also klar. Wenn Sie jetzt vorstellen, LS25 wird wahrscheinlich keine neue Engine sein, ne? Also, aber wer weiß, was im Hintergrund passiert ist. Die Unreal Engine wird es wohl nicht sein. Würdest du dann komplett neu anfangen? Inwiefern neu anfangen? Also, ich spiele es ja wirklich schon immer. Seit es LS gibt, 2009, spiele ich Landwirtschaftssimulator. Und ich habe auch schon jeden Teil, ich glaube 2009, weiß ich nicht, ob das überhaupt schon modbar war, aber 2011 oder so, da hatte ich schon meine eigene NF Marsch auf Standardbasis logischerweise. Und die selber erst seit LS 15, dann kam 17, 19. Eine komplett neue Karte würde ich wahrscheinlich nicht aufbauen, weil einfach zu viele, inklusive mir, auch das mögen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Von daher würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen wie jetzt im 22er, dass es keine Standardkarte gibt, sondern gleich nur eine Vierfach. Aber das ist alles, ne, hätte, wenn, aber, kann sein und man weiß es nicht. Aber es ist ja schön, dass die Gerüchteküche da nochmal ein bisschen brodelt. Hoffen wir mal, dass es nicht wie bisher nur Clickbait ist, weil meistens, ne, wie gesagt, war es ja alles, was bisher bei LS25 an Videos gekommen ist, war in der Regel immer Clickbait. Also nach dem Motto, jo, wichtiger Titel, Leute klicken drauf, aber im Endeffekt auch keine Substanz, keine offiziellen News. Und ja, wie gesagt, wegen, ne, wenn jetzt neue Geräusche gemacht worden sind oder neue Tonaufnahmen, heißt auch nicht, dass es denn für diesen Herbst ist. Es kann auch für den nächsten Herbst sein oder nicht. Hätte, hätte, Fahrradkette. Gut, so, dann muss ich ab noch mal anschalten. Arbeit beendet, das ist die Ballenpresse wahrscheinlich. Die müssen wir dann nochmal auf die andere Route packen. Und Apfel müssen wir natürlich anschalten, damit wir auch Äpfel verkaufen. Und dann werden wir auf jeden Fall ordentlich Bargeld hier produzieren können über Nacht. Dann gibt es vielleicht einen neuen PC für dich. Ja, das ist nicht ganz günstig. Und logischerweise merkt man das schon, ne? Also ganz klar, weil ich sag mal, LS ist sowieso nicht mehr das High-End-Highlight. Support, Leute müssen auch immer ein bisschen mehr gucken, wo man abbleibt. Und ich habe ein Jahr Elternzeit genommen, ne? Unbezahlt. Also mittlerweile sozusagen sind die Reserven dann ja auch langsam, ich will jetzt nicht sagen leer, aber ne, so ein neuer Gaming-Rechner, hab schon mal ein bisschen geguckt. Also dreieinhalb muss man wahrscheinlich rechnen. Und natürlich werde ich wieder versuchen, ich mache ja alles selber in der Regel, werde versuchen natürlich wieder irgendwie einen Partner zu finden, der mir ein bisschen entgegenkommt, preistechnisch, mir vielleicht einen kleinen Rabatt gewährt, dafür gibt es ein Unboxing-Video und eine Verlinkung auf der Homepage und in der Beschreibung und so weiter und so fort. Ja, das kostet ja nichts, ich werde mir einmal mein Setup zusammensuchen, was ich gerne hätte, dann mache ich keine Automail fertig, ne? Aber ich schreibe gewisse Hersteller einfach mal an mit einer Vorstellung und das kostet ja dann ein bisschen Zeit. Aber wenn nachher einer sagt, jo, machen wir, es gibt 25% Rabatt, ja, dann, ne, freue ich mich und kann vielleicht dann das auch irgendwie noch realisieren Richtung Herbst. Mal gucken. Eigentlich, also neuen Rechner möchte ich so oder so haben eigentlich, ne? Also es ist LS-unabhängig. Aber haben möchten und bekommen oder auch leisten können in der Größenordnung ist ja immer eine andere, ist ja ein zweites Paar Schuhe. Ich würde es nicht finanzieren, also ich würde keinen Rechner finanzieren, nur um jetzt die neuesten, tollsten, wie auch immer, zu haben. Das meine ich. Auch wenn ich die denn, ich kann ja, das könnte das als Betriebsausgabe, in Anführungsstrichen, ne, Betriebsausgabe, also kann ich es ja absetzen, den Computer, aber absetzen muss es trotzdem bezahlen und schockt ja auch nicht, ne, wenn du irgendwie über 3 Jahre, weiß ich nicht, jeden Monat 100 Euro abdrücken musst für einen Rechner. Dann geht er am besten noch einen Rauch auf oder irgendwas. Naja, nee, nee. Und bei jedem neuen LS-Teil wurde im April das erste Video rausgehauen und diesmal kam keins. Ja gut, wir sind ja nicht ganz so weit weg von April, ne? Aber ich weiß es nicht. Wenn Black Forest jetzt oder weiß nicht, hast du das bei Ansgar gesehen oder hast du das jetzt selber abgeleitet, dass da irgendwie, ne? Und klar, dann gibt es kein Matchmap-Projekt mehr, ne? Weil das ist ja völlig utopisch. Das alles noch auf Multifrucht umzubauen, noch neue Ziele einzubauen und dann irgendwie, ne, einen Termin für zu finden, zeittechnisch und so weiter. So, machen wir bei dem nochmal erster, weil dann müsste man auch das End of March oder also zumindest hier unser Multiplayer-Projekt dürfte dann zum Beispiel nur noch mittwochs laufen und Matchmap nur noch samstags oder irgendwie sowas, ne? Naja, ich bin gespannt, ob sich da was tut oder nicht. Was heißt das denn überhaupt? Was war das denn? Das ist eine Zusammenfassung jetzt vom LS gewesen oder was? Wie heißt das? Ansonsten weiß ich, ja, das sind ja alles nur Mutmaßungen. Ich würde auch mutmaßen, dass es vielleicht noch ein neues Pack gibt oder ein neues, noch mehr Inhalt, noch eine neue Karte oder was auch immer, ne?
neue Lizenz von irgendeinem anderen Anbieter da, trägertechnisch, also irgendwelchen Herstellern. Ja, also die LS25 Gerüchteküche, ne? War aber auch ein bisschen Clickbait heute, die Leute. Das ist ein schöner Titel, man weiß es nicht. Ja, ich kann es wieder schlecht nebenbei gucken, ne? Auf jeden Fall brodelt die Gerüchteküche. So. Aber im Endeffekt ändert das, ja, ne? Das ist es. So, ich glaube, wir warten nur noch ein bisschen. Ich bringe das schon mal hier rüben, ist ja direkt hier gegenüber. Dann werden wir nochmal den Holzverkauf machen. Das machen wir noch in der heutigen Folge. Steht er jetzt hier vorne gleich bei Sägewerk 2. Da kommt zumindest mal ordentlich Geld wieder zusammen. Einmal Rindenmulch. Und ein bisschen Wetterpalette, ne? Das müsste gerade noch so raufgehen. Wir hatten noch mehr, aber das ist dann im Zentrallager drin. Das ist ja auch eine gute Option. Wahrscheinlich haben wir auch kein Holz jetzt über, weil ich glaube, ich hatte ja hier auch angestellt, ne? Sparen und USB. USB? USB. Lass dich überraschen. Ja, es ist sicher. Sollte das Gerücht kommen oder sollte sich das offiziell von Giants bestätigen, dann wird wahrscheinlich die Farmcom ausverkauft sein. Und dann werden die Tickets wahrscheinlich ganz schnell ergriffen werden, weil es dann das erste Gameplay dazu sehen sieht oder die ersten Vorschaugeschichten und so weiter und so fort. Finde ich aber ein bisschen traurig, dass man das dann, also wenn es tatsächlich so sein sollte, nicht in die offizielle Information reinschreibt, was einem bei der Farmcom erwartet. Das kann dann höchstens sein, dass sie sich bisher nicht sicher waren oder so. Oder oh, das wäre komisch bei so einer großen Unternehmung. Ich bin mir auch immer nicht sicher, ob ich das, ne, diese Woche ein neues Update oder nächste Woche ein neues Update, aber das ist eine andere Größenordnung, ne? Ganz andere, nicht vergleichbare Größenordnung. Ja, zumindest mal speichern das Video dann für später. Rated E for everyone. Recap. Farmsimulator 22 in Nutshell. Was heißt das? Nussschale? Achso, also so. Dass die guten Zeiten wachsen. Ja, man sieht es ja. Ich habe es ja heute tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Installieren wir den ganzen Kram auf zwei Rechnern parallel. Wenn du die ganzen DLCs hast, ich meine, gut, das kann. Grüße gehen raus, Backforce nicht nachvollziehen, aber ich musste ja heute alles neu installieren. Alle DLCs und das auf beiden Rechnern, damit ich wieder wirklich 1:1 mit meinem Sohn jetzt bin und auch wir wieder zusammen spielen könnten, wenn es die Zeit dann demnächst zulässt. Und das waren also auf beiden Rechnern 11 DLCs, also es hat sich schon ein bisschen was getan. Wobei natürlich der Preis, der Inhalt mit diesem Seasons Pass und diesen DLCs, der war auch nicht ganz ohne, also kann man auch das erwarten, was da jetzt alles geboten worden ist, finde ich. Wenn man das mal zusammenrechnet, was da an Geld zusammenkommt mit den Seasons Passen, mit den DLCs, dann ist es aber auch kein Schnäppchen mehr, ne? Ich glaube, bei Steam gibt es aktuell aber, war das nicht bei Steam ein bisschen günstiger? War das nicht so, dass es aktuell günstiger gibt, diese Bundles? Oder war das, das war letztens, glaube ich, ne? So eine Farming Week. Da hätte es immer zuschlagen können, Black Forest. So, 513, das sieht doch schon wieder besser aus. Genauso ein Video wurde eine Woche vor Bekanntgabe vom LS22 auch veröffentlicht.
Wir haben doch schon im Januar die Farmcom angekündigt und ein Ticketverkauf geschaut. Ja, genau. Aber die werden ja dann theoretisch schon irgendwo gewusst haben, ob es dieses Jahr 9 LS gibt oder nicht, ne? Bei Epic gibt es aktuell LS22 umsonst. Das ist doch mal eine Werbung. Bei Epic Store gibt es aktuell den LS22 umsonst. Aber ich glaube, die meisten, wer hat denn keine LS22? Schreibt es gerne rein. Epic. Muss man sich auch nur einen Account machen, kostet nichts. So ein Account bei Epic kostet nichts. Im Zweifel nur nervig, wenn man wieder einen neuen Account machen muss. Aber wo hat man heute nicht überall irgendwie einen Account, ne? Was ist denn mit ihm jetzt gewesen? Also ich kann nochmal erster W-Punkt links 1 machen. Dann lassen wir den halt da nochmal durchschicken. Ein bisschen Bahn nimmt er dann noch doppelt und dann können wir den später nochmal auf rechts einschicken und dann macht er hier gut fertig. So, gut. Also, die Gerüchteküche brodelt. Bin gespannt, was sich dann in den nächsten Tagen tut. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, morgen oder übermorgen werde ich Farmers Dynasty 2, die Demo-Version, habe ich jetzt einen Key für gekriegt, euch zeigen. Selber auch testen, ich habe keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht, gut geworden ist, was sich verbessert hat oder nicht. Gibt auch schon ein paar Videos dazu, aber wie gesagt, ich guck mir das unvoreingenommen selber an. Dann kann ich da am besten, ne, merken, ob es gut ist oder nicht. So, liebe Leute, von daher vielen Dank fürs Reinschalten, kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.